Hillary Clintons Siegeserklärung geht im Jubel ihrer Anhänger unter. Dank euch haben wir einen Meilenstein erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Nation wird eine Frau bei einer der großen Parteien für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren. Clintons Siege in mehreren Bundesstaaten beim letzten Super Tuesday vor den Nominierungsparteitagen sichern ihr die Kandidatur der Demokraten. Nun wird es für die Ex-Außenministerin darauf ankommen, die Anhänger ihres innerparteilichen Rivalen Bernie Sanders auf ihre Seite zu ziehen. Um die wirbt auch Clintons Kontrahent Donald Trump von den Republikanern. Allen Wählern von Bernie Sanders, die von einem kaputten System der Superdelegierten ins Abseits gestellt wurden, sage ich, wir heißen euch mit offenen Armen willkommen. Aber Sanders will nicht aufgeben. Bis zum Parteitag der Demokraten Ende Juli will er die sogenannten Superdelegierten von Clinton abwerben. Diese sind nicht an die Vorwahlergebnisse gebunden.